Du gehörst hier nicht hin. Du solltest gar nicht hier sein. Das ist nicht real. Ja, ich weiß. Davon. Es muss enden. Das Leiden muss enden. Endlich jemand, der weiß, was abgeht. Wie komme ich raus? Wir sind nicht wirklich hier. Wir reden nicht wirklich miteinander. Das ist alles eine Täuschung. In Wirklichkeit schlafen und träumen wir. Der Traum ist zu einem Albtraum geworden. Er muss ein Ende haben, aber wir haben keine Kontrolle. Er steuert alles und will nicht, dass wir aufwachen. Wovon reden? Von wem reden Sie? Er nennt sich jetzt Betty. Ist aber immer noch der... Ich habe schon gehört, dass das ein Er war. In welche Verkleidung er schlüpft, hinter der netten Fassade steckt nach wie vor er. Ich rede von Braun. Der Mistkerl glaubt, er sei Gott, weil er alles hier miterschaffen hat. Ich weiß genau, dass er das Notprogramm noch benutzt. Notfallsystem? Was soll das heißen? Das Notprogramm befindet sich im verlassenen Haus. Er will nicht, dass wir dorthin gehen, weil er Angst davor hat, dass wir das Notprogramm finden. Das ist das einzige Terminal zur Außenwelt. Die einzige Möglichkeit, alles auszuschalten. Du musst es unbedingt finden. Okay, mache ich. Alter, hier. Denk daran, was ich dir gesagt habe. Das Notprogramm. Du musst es finden. Wo war der Facesafe gleich? Das Notprogramm ist im verlassenen Haus. Das verrät er aber niemandem. Das ist auch der Grund, warum dort keiner rein darf. Erstmal gehe ich in jedes Haus hier. Miss Dithers zu ihr sagen. Darum geht es nicht. So, was ist hier? Neues Wohnhaus der Neubaums. Okay. Was haben sie denn hier so? Jetzt würde mich mal interessieren. Broschüre der Militärschule. Für die Hoffmannsche Trainingskampagne. Der Schlagzeile lautet: Wir machen die Straftäter von heute zu Anführern von morgen. Oh mein Gott, so würde doch niemand. Niemand? Werben. Das ist doch eigentlich relativ herablassend. Schlafen. Warum sollte ich in einem unbekannten, mir unbekannten Ehebett schlafen? Ah, eine Hundehütte. Es ist auch nicht häufig. Verlassenes Haus. Ach ja. Was? Hä? Toilette kann ich benutzen, aber... Was ist hier? Hier ist nix. Okay. Was ist da oben vielleicht noch? Hier ist nix, hier ist... Ach, warum, Digga? Das ganze Ding ist auch hier perfekt und dann ist hier so nix. Was kann ich denn hinsetzen? Man kann ich machen, nur toll. Den kann ich. Okay. Wird vielleicht so eine Kombination sein? Das ist gut möglich. Oh, guck mal, noch ein Auto. Und ist das Haus von der vielleicht? Dizzas, ja, die heißt ja Lady Dizzas. Ja, immer mehr Betten, aber was soll ich mit Betten? Kann ich höchstens so schlafen? Auch nix, ne? Ja, die Häuser sind alle so gleich. Was ich nicht verstehe, so ein Eingangsraum, aber zweistöckig. So die ganze Front ist ein Raum. Warum sollte Roger sowas tun? Das ergibt keinen Sinn. Ja. Hallo, schön, dass Henderson Anwesen ist in exzellentem Zustand. Noch einen wunderschönen Tag. Ja. Und das Radio macht nichts. Gut, der Terminal offen. Okay. Ich kann auch das nicht verwenden, wie schön. Und ich muss auch hier mal hoch. Gott, die Kronleuchter. Hä? Schlafen Bett, okay. Boah, ja, alles nicht. Mondkorker kann... Hallo.
Auch die Hammer. Die Straße ist der Hammer, ne? So ein Kreisverkehr und das war's. Einen schönen Tag wünsche ich. Ah, mit der hab ich noch nicht. Ich glaube nicht, dass ich ihn gesehen habe. Aber ehrlich gesagt, habe ich ja auch nicht nach ihm Ausschau gehalten. Tut mir leid. Ja, tut mir auch leid. Ist wirklich ein schöner Tag. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Mir gefällt es hier eigentlich ganz gut. Mabel ist meistens sehr unterhaltsam und, naja, die anderen Nachbarn sind größtenteils sehr nett. Okay. Tut mir leid, Kindchen, aber ich bin jetzt nicht für Scherze aufgelegt. Okay. So, gehen wir auch mal hier hoch. Badezimmer. Schreibtisch. Spitzenunterwäsche. Nehme ich mir mal. Okay. Was gibt's hier? Auch nix. Jetzt weiß ich, dass man die Spitzenunterwäsche nämlich irgendwo verwenden kann. Kronhaus der Rockwelt. Ich glaube, das war... Konnte man hier auf den Schreibtisch legen? Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll, weil... Den Rockwelt habe ich doch schon jetzt was gemacht. Ich rede einfach hier wieder mit... Braun. Die arme Janet und der arme Roger. Ja. Was soll, da kommt kein Wasser raus. Und warum überhaupt gießt du die Blumen? Du hast dein Ziel also erreicht. Ich hatte etwas mehr Dramatik erwartet. Die Überredungskunst scheint aber deine Stärke zu sein. Zumindest bist du im Gegensatz zu deinem Vater kooperativ. Ich war sehr enttäuscht, als er sich weigerte, von mir aber eine Gegenleistung verlangte. Ich habe klar, was wir wollten, jetzt werde ich ein paar Erklärungen hören. Bisher hast du mich gut unterhalten. Aber trotzdem bist du nicht in der richtigen Lage, um Forderungen zu stellen. Ich werde jetzt gleich das Programm da starten. Aber ich denke, dann... du hast dir das Recht auf weitere Antworten verdient. Was möchtest du mich fragen? Also, wo ist mein Vater jetzt? Er ist hier. Und es geht ihm gut. Er wurde lediglich daran gehindert, mich zu stören. Ich will sehen, wo ist er? Wenn du dich weiterhin benimmst und tust, was ich sage, werde ich euch vielleicht beide freilassen. Aber zuerst hast du noch eine Aufgabe zu erledigen. Gut. Ach, jetzt komm. Bitte etwas mehr Enthusiasmus. Nein. Dieses Mal gibt es weniger Regeln. Ich will einfach mal sehen, was du leisten kannst. Ich möchte, dass du Mabel Henderson tötest. Streng dich an. Nein. Sei kreativ. Sie einfach totzuschlagen, wäre nicht gerade beeindruckend. Sie wird... Nein, das werde ich nicht machen. Du leistest... Naja, ich werde dich nicht anbetteln. Du weißt, was ich von dir will. Also weißt du auch, was du tun musst, um mich milde zu stimmen. Schön. Wenn du auf eine Antwort bestehst, du kennst mich vielleicht unter dem Namen Dr. Stanislaus Braun. Ich habe hier auf meiner eigenen kleinen Spielwiese ein anderes Aussehen für mich gewählt. Du weißt, dass ich Dr. Braun bin. Alles andere ist irrelevant. Konzentriere deine Energie lieber auf das, worum ich dich gebeten habe. Hast du Doc, den Hund, schon kennengelernt? Das ist der tatsächlich. Er ist auch ein Neuankömmling, genau wie du. Gut möglich, dass er dir bekannt vorkommt. Ja, und tschüss, der Hund. Ja, okay, dann ist er jetzt halt ein Hund und ich muss in dieses verlassene Haus und dieses Programm jetzt starten. Henderson? Nein, das ist das dieser Fonds. Sonst sehe ich hier keine Möglichkeit. Verlassenes Haus. So, guck mal, dann machen wir die Tür noch wieder zu. So, und wie das jetzt ist. Ne? Okay, dieses Dit hört sich immer an, als wäre was falsch. Also.
Aber als ich doch angefangen habe, war das doch richtig. Okay, kaputtes Radio. Okay, Betonblock, okay. Okay, da war noch nichts mit dir dort. Okay, okay. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie viele. Das sind ja nicht mehr, ach, guck mal, hier. Aha, aha. Okay. Ach nee, so war es gar nicht. So. Okay, endlich die Flasche. Nicht die Flasche. Okay, nochmal den Gartenzwerg, die Flasche. Was zur... Ah, es war jetzt nicht sehr schwer. Weil man hat ja gehört, dass das eindeutig ein Fehler war. Aber ich will erst mit ihr reden. Und mich verschlucken. Hallo. Was gibt's Neues? Meine Güte. Ich hab's geknackt. Ich hoffe, das bleibt, aber ich hab's geknackt. Ich habe dir gesagt, was ich von dir will. Ich will Kreativität sehen. Und ich will Mabel tot sehen. Genug geschmollt? Nein. Ach ja, wie groß. Ich werde dich gleich töten, hier. Ach komm, schon. Das ist dir nicht erlaubt. Und jetzt musst du bezahlen. Ich hab 17.000 Euro. Was? So. Nicht schlagen. Ich geh ins Haus. Komm, ist mir zu blöd. Ich mach das jetzt direkt. Instant. Hilfsbefehlsterminal. Bitte wenden Sie sich an einen Vorgesetzten, bevor Sie fortfahren. Ah, ja, ja, ja. Erstmal hier gucken. Hier, Dr. Browns Eingabe. Tukan-Lagune. Ich bin endlich zu der Erkenntnis gelangt, dass die Simulation Tukan-Lagune schon viel zu lange gelaufen ist. Ich habe das endlose Brennen der Sonne und das unaufhörliche Rauschen der Brandung am Strand die Lagune einfach satt. Achso, der Anblick, wie Simpson an Skorbut dahin sieht und Neusbaums Schreie, wenn er vom Marco-Hai gefressen wird, machen mir einfach keinen Spaß mehr. Achso. Kurz und gut, ich langweile mich. Es ist Zeit, die Simulation wieder zurückzusetzen. Ich bin schon seit einer Ewigkeit nicht mehr Ski gefahren. Salam, bitte. Gestern ist Dizzers auf den vereisten Stufen der Skihütte ausgerutscht und durch die Luft geflogen. Und hat es tatsächlich fertiggebracht, sich auf dem schmiedeeisernen Zaun aufzuspießen. Das war einfach spektakulär und noch dazu ein völliger Zufall. Wer kann es denn etwas Herrlicheres geben, als dieses kräftige Rot auf frisch gefallenem Schnee? Es hat fast gereicht, um mich dazu zu bewegen, auf ein Infektwechsel zu verzichten, aber nur fast. 23 Jahre Urlaub in der Schweiz Alpen ist eindeutig genug gewesen. Ich sehe nämlich nach etwas Vertrauterem. Also richtiger Sado-Typ, der schmerzen will. Dr. Tranquility Lane. Ich habe mich selbst in Erstaunen gesetzt. Ich finde die Tranquility Lane beruhigend, obwohl sie unverkennbar an amerikanisch ist, erinnert sie mich an Kronach. Die Stadt meiner Kronach? Da kommt doch der Fernsehhersteller Löwe her. Ha. Auch Zufälle. Kronach ist in Deutschland, ne? Aber Braun. Braun! Ja? Was hat sich gesagt? Naja, Kronach, Löwe, ne? Außerdem wohnt dieser speziellen Simulation eine besondere Ironie inne. Ihre Wohner sind von Natur aus zu Hause in Sicherheit. Wenn ich mit ihnen spiele und ihre Vorstadtsillusion plötzlich in die Brüche geht, ist alles noch viel zufriedenstellender. Ich glaube, dass wir alle lange in Tranquility Lane bleiben werden. Sehr lange sogar. Was gibt es denn auf die Versionskontrolle zu greifen? Aktuelle Versionskontrolle anzeigen. Aha, für Pod 001 gewährte Ausnahme. Manuelles Überschreiben für Pods deaktiviert. Fernzugriff gestattet. Nutzer S. Braun besitzt die Berechtigung. Neuraleingaben zum Gehen des Speichers. Speicherzeigriffs für einzelne Benutzer aktualisiert, Code für Warned Roboter geändert, okay.
Die Zulassung weiterer Aktualisierung bedarf einer Authentifizierung durch S-Braun. Benutzer unbekannt Zugriff gewährt. Benutzer unbekannt durch S-Braun geändert. Aha, neues Programm S-Zentralisi Lame geladen. Autorisierung S-Braun. Alle vorherigen Versionen gelöscht. Autorisierung S-Braun. Auf das Pro. Das ist das Einzige, was man kann, ne? Und wenn das das Ende ist, schalten dadurch dazu. Auf das Pro. Aha. Failsafe. Ach, Failsafe. Hier, guck mal, das hat sie gesagt. Dr. Browns Eingabe. Failsafe. Es gibt Tage, an denen ich mich mit den Gedanken spiele, den Stecker zu ziehen, um mit dieser Situation meinem Leben einfach alle mal Schluss zu machen. Das war auch der Grund, weshalb ich schließlich darum gebeten habe, das Programm chinesische Information von General Chase zu installieren. Durch das Deaktivieren der Sicherheitsprotokolle habe ich sichergestellt, dass jede Versuchsperson in World 112 auch in der realen Welt stirbt, wenn der Avatar in der Simulation getötet wird. Tod in der Wirklichkeit. Ende der Simulation. Eine perfekte Safe-Sicherung. Zumindest wäre das der Fall gewesen, wenn ich die Simulation nicht falsch beurteilt hätte. Ich wusste, dass als die Simulation zunächst online ging und dass die sekundären Sicherheitsvorkehrungen, die für das gesamte Vault-Tech und Militärpersonal getroffen wurden, verhindern würden, dass ich bei einem Notprogramm in der echten Welt nicht sterben würde. Am Ende würde ich diese Objekte töten und meine eigene Haut retten. Das wollte ich auch nicht anders, zumindest dachte ich das. Sicher, das Notprogramm würde jeden Bewohner von Tranquility Lake zu Tode erschrecken und ihren brutalen Tod verursachen. Aber was wäre das dann? Was wäre mit mir? Ich habe keine Möglichkeit, meine eigene Sicherheitsvorkehrung aus der Simulation heraus zu deaktivieren und alle anderen Avatare, die ich generieren könnte, würden von den KI-Routinen der Simulation gesteuert. Es wären keine wirklich lebenden, denkenden, menschlichen Subjekte. Worin liegt der Spaß, wenn man nur eine Maschine quält? Da ist die Erlösung der realen Welt Versuchspersonen eigentlich mehr, als sie verdienen und mehr, als ich ertragen könnte. Sie würden sterben und ich würde in Tranquility Lane zurückbleiben, allein und zu Tode gelangweilt, bis ich in alle Ewigkeit... Etwas Unerträglicheres kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dr. Braun, hier ist der revidierte Code für das militärische Trainingsprogramm, an dem Sie Interesse hatten. Mir ist immer noch nicht klar, was Sie damit anfangen wollen, und ich weise Sie erneut darauf hin, dass dieses Programm nie dafür vorgesehen war, auf zivilen Geräten ausgeführt zu werden. Offen gesagt bezweifle ich, dass eins der Geräte, zu denen Sie Zugang haben, überhaupt in der Lage ist, das Programm auszufüllen. Aber Sie können dieses Programm wie gewünscht mit ausgeschalteten Notprogrammen ausführen. Dann sterben Ihre Personen in der echten Welt wirklich, wenn Sie in der Simulation getötet werden. Es versteht sich natürlich von selbst, dass ich Ihre Anfrage offiziell abgelehnt habe. General Constantine Chase. Trainingsprogramm 923B des US-Militärs. Chinesische Invasion. Zweck: Simulation einer kommunistischen Invasion in den USA. Ausgesuchte Dokumentation. Neue Protokolle in Kraft. Sicherheitsprotokolle 1 bis 6 deaktivieren. Zielerfassung überschreiben. Warnung, Versuchspersonen können tatsächlich ableben. Bitte mit äußerster Vorsicht vorgehen. Okay, ich starte das. Und damit ausgeführt, Vorsicht. Ach, schön. Ah, ich hab Kammer da. Ach so, ah! Nissen! Ah, scheiße! Warum sind das meine Freunde? Okay. Oh, die haben dazu verändert, dass ich hier eine Leiche bin. Hey, die soll nicht sterben! Ach komm schon, jetzt haben die Kommunisten das Land übernommen. Schauen wir. Ui. Es ist doch die hier, Lady Dita. Okay, auch gut, die versinkt da drin. Okay, natürlich. China gegen die USA. Ja. Ja, genau. Die Chinesen haben es übernommen. Eine Tür. Tür. Aktivieren Ausgang, okay. Bescheuert ist das doch alles hier. Was hast du getan? Du hast das Notprogramm ausgelöst und alles ruiniert. Die Zielpersonen werden sterben. Und ich stecke alleine in dieser Hölle fest. Du hast alles ruiniert. Alles. Da.
bist du selber dran schuld. Ich habe die Leute erlöst, jeder bekommt, was er verdient. Die werden so oder so alles zurücksetzen, wen kümmert's. Es ist alles vorbei und jetzt klappe, ich stelle hier die Fragen. Es ist nicht vorbei. Es ist erst vorbei, wenn ich es sage. Verstehst du? Ich will einfach nur, dass alles wieder so ist, wie es war. Ich bin wegen meines Vaters hier. Wo steckt er? Kannst du dir das nicht denken? Der Hund. So treu. So zuverlässig. So nervig. Ich habe ihn einfach zu dem gemacht, was er schon immer war. Ach, geh doch sterben. Ja, ich bin sicher, dass es ihm gut geht. Wenn du die Simulation verlässt, wird er zweifellos auf dich warten. Aber auf mich wartet niemand. Und? Das Garten Eden Erstellungskit. Es war ein Terraformungsmodul, sowie der Herstellung der Welt nach einer atomaren Katastrophe. Eine instabile Technologie und fürchterlich langweilig. Warum sollte man die alte Realität wiederherstellen, wenn man auch eine neue erschaffen kann? Naja, schön. Das ist meine größte Errungenschaft. Die beste der vielen Simulationen, die ich in den 200 Jahren entwickelt habe. Ich habe mit den anderen gespielt, aber sie haben mich gelangweilt. Diese Version wurde nie alt. Sie hat mir immer und immer wieder Spaß gemacht. Ja, mit wem hast du zu tun? Warum quälst du mich? Du weißt, wer ich bin. Ja, du weißt, dass ich in Wirklichkeit Dr. Braun bin und dass ich diesen Ort erschaffen habe. Und dass ich wegen dir hier jetzt gefangen bin. Ja, kann ich jetzt gehen. Ist das nicht offensichtlich? Du hast den Notschalter umgelegt und alles zerstört. Ich habe keine Macht mehr über dich. Da ist die Tür. Geh. Tschüss. Ganz im Ernst. Chinesisches Kommando ist bewusstlos. Broschüre. Oh. Aber vorher, bevor das passiert, werde ich einen Cut machen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.